Jetzt eine Nachrichtenmeldung vom Montag schon vorwegnehmen. Die Meldung von Protest gegen einen Tatort, den die ARD morgen ausstrahlen wird. Es geht um einen Mord im türkischen Milieu vor dem Hintergrund von Zwangsheirat und Ehre. Anke Kültür hat sich diesen Radio Bremen Tatort schon einmal vorab angesehen. Die junge Ärztin Rojin Lewald wird ermordet. Eine selbstbewusste türkischstämmige Frau, die ihren deutschen Mann verlassen will und sich von ihrer traditionsbewussten Familie emanzipiert hat. Wie du da wieder ausschaust. Kannst du deine Verwandten anständig begrüßen? Ich habe gesagt, anständig. Rojins Schwester Arzu soll den Vetter heiraten, den Rojin ehemals abgelehnt hatte, am Abend vor der Tat. Na, Schwesterchen, bist du glücklich? Halt den Mund. Der Tatort macht das Tabu Zwangsheirat in Deutschland zum Thema. Die Anwältin und Frauenrechtlerin Sayran Ateş hat ihre Erlebnisse zum Drehbuch gemacht. Das sind Dinge, die tatsächlich passieren, die ich nicht nur aus meiner anwaltlichen Praxis erkenne, sondern auch aus eigenem Erleben und Beobachten dieses Milieus, dieser Welt. Ich halte es für einen Skandal, wenn Praktiken, wie sie in dem Tatort vorkommen, in der Mitte unserer Gesellschaft passieren. Ich finde nicht, dass man da einfach sagen kann, ach, ist halt eine andere Kultur, geht uns nichts an. Und insgesamt ist dieser Film sicher eine flammende Verteidigung für Menschen, die nach Freiheit streben. Hier ist die verliebte Anwältin, von der Rojin offensichtlich nichts mehr wissen wollte. Dann haben wir hier die reizende Familie. Papa, Mama. Inka Lürsen und Stedefreund ermitteln im Umfeld der patriarchalischen Familie. Eine patriarchalische Struktur ist auch in der Realität meist Hintergrund bei Hochzeiten für die Familienehre. Verlässliche Zahlen über Zwangsheirat gibt es allerdings nicht. Häufig werden auch arrangierte Ehen fälschlicherweise so bezeichnet. Doch wie typisch ist die im Tatort abgebildete türkische Familie, die trotz der ermordeten Tochter Hochzeit feiert? Gar nichts, sagen Kritiker. Ich finde diesen Film sehr spannend gemacht, aber der Film ist vollgepackt mit Klischees und eine ganze Gruppe wird hier meiner Meinung nach durch diesen Film stigmatisiert. Und daher bitte ich alle Zuschauer, die diesen Film ansehen, auch wirklich ihren kritischen Verstand dabei nicht zu vergessen. Ich würde lieber wieder nach Hause gehen. Du hast nicht etwa deine Tage bekommen. Wir haben die Hochzeit extra so gelegt, dass du nicht deine Tage haben kannst. Allah sei Dank. Eine gute Braut soll nach dem Beischlaf bluten. Nicht vorher. Komm. Tatsächlich erscheinen die türkischen Charaktere holzschnittartig unsympathisch und naiv. Das Bremer Kommissarduo meint, ein Spielfilm darf das und muss auch heiße Eisen der Migranten anfassen. Ich finde auch, also unsere türkischen Mitbürger, die leben bei uns und das sind unsere Freunde und das sind unsere Arbeitskollegen. Und meine Güte, da kann man jetzt nicht immer eine Käseglocke drüber stülpen und sagen, also über die dürfen wir aber gar nichts sagen. Und wenn da irgendwas schief läuft, da dürfen wir aber gar nicht von reden. Und so eine falsche Rücksichtnahme finde ich da völlig fehl am Platze. Ich will wissen, wer Rojin umgebracht hat und wer alles davon gewusst hat. An Verdächtigen mangelt es nicht. War es etwa ein Ehrenmord? Schauen Sie rein, Sonntag ab 7:45. Und wenn ich alle Lügen eurer Sippe einzeln aufdecken muss.